Time and a Word, das zweite Album von Yes, ist ein interessantes Objekt. Zum einen sprang die Band damals auf den populären Zug und nahm einen überwiegenden Teil der Stücke mit einem Orchester auf. Man folgte damit Bands wie The Moody Blues, Beatles und Deep Purple. Deep Purple, damals noch eine relativ unbekannte Band, hatten im September 69 ihr berüchtigtes Concerto aufgenommen und die Arbeit mit einem Orchester suggerierte eine musikalische Kultiviertheit der Band. Und das fand man damals sehr interessant und progressiv. Bis heute scheiden sich die Geister daran, ob Time and a Word von all den Violinen profitiert oder ob dieses Album ohne Orchester besser geklungen hätte. Sogar einige der Bandmusiker, die damals dabei waren, haben später zum Ausdruck gebracht, dass das Orchester nicht viel zu der Musik beiträgt. Und zum Teil stimmt das wohl. Gerade bei der zurückhaltenden Ballade Clear Days hätte ich auf all die Geigen gerne verzichtet. Aber diese Kritik stimmt nicht ganz. Einige Orchesterpassagen auf diesem Album tragen zu einer sehr originellen Produktion bei. Und das macht dieses Album doch auch recht unikat. Es klingt sehr eigenwillig und hat eben eine eigene Note. Time and a Word ist aus unterschiedlichen Gründen ein Album, das vom Umbruch gezeichnet ist. Zum einen ist es das letzte Album, auf dem Peter Banks spielt, und das hat ein wenig auch mit dem Orchesterthema zu tun. Doch es ist auch das erste Album, bei dem Eddie Offord als Techniker tätig ist. Und er sollte für 7 Alben hinter den Reglern sitzen und einen außerordentlich großen Einfluss auf den eigenwilligen Sound von Yes haben. Was mir an der Orchestrierung auf diesem Album gefällt, betrifft die Atmosphäre. Das Orchester wird hier nicht unbedingt im Sinne eines Klassikorchesters eingesetzt, sondern in stimmungsvollen Jazzphrasen, die oft bis hin zum Psychedelischen reichen. Das gibt der LP ein besonderes Ambiente der nächtlichen Straßen. Das merkt man besonders bei der Stephen Stills Coverversion Everydays, aber auch bei John Andersons melancholischem Song Then. Ohnehin ist das hier die mit Abstand melancholischste Platte von Yes. Der Stil ist jedoch sehr eklektisch. Eine Jazzplatte ist es nicht. Es sind nur gewisse Jazzmomente, die am meisten auffallen. Doch rein musikalisch überlagert sich hier bekannte Filmmusik mit Psychedelik, Jazz und sogar hier und da ein folkiges Thema. No Opportunity Necessary, No Experience Needed. Eigentlich eine Richie Havens Nummer, die überhaupt nicht wie Richie Havens klingt. Der treibende Track beinhaltet sogar das Filmthema aus The Big Country, geschrieben von Jerome Morris. Die Nummer wird von Tony Kays Hammond-Orgel dominiert und von Tony Banks Gitarre. Das ist auch der einzige Track, wo das Orchester in einer wirklich pompösen Art und Weise auftritt. Guter Track und sicherlich ein tolles Beispiel, wie man ein Lied so adaptieren kann, dass es ganz anders klingt. Das zweite Stück heißt Then. Eine stellenweise seltsame Nummer mit einem extrem untypischen Schlagzeug von Bill Bruford. Der Refrain wird dann richtig poppig. Das Orchester trägt hier nur gering etwas bei. Every Days ist eine Nummer von Stephen Stills, meines Erachtens nach aus seiner Zeit bei Buffalo Springfield. Es ist spannend, sich hierzu das Original anzuhören. In der Version von Yes ist das sicherlich die jazzigste Nummer auf dem Album. Die Melancholie des Buffalo Springfields Originals wird hier noch auf die Spitze getrieben. Extrem atmosphärisch und vielleicht die Nummer, wo Andersons berühmte Stimme am rauchigsten klingt. Sweet Dreams ist neben Time and a Word die eine Nummer auf dem Album, die gänzlich konventionell und nach Top of the Pops klingt. Aber es ist ein gelungener Popsong, der gänzlich ohne Orchester auskommt und dafür einen extrem spannenden, flamboyanten Bass von Chris Squire besitzt. Wie ich später herausfand, ist das ein Track, der fragmentarisch schon in der Andersons vorangegangenen Band The Warriors Verwendung gefunden hatte. Und das erklärt den entspannten, gut gelaunten 60er-Jahres-Sound. Und im Finale gibt es interessante Versuche um perkussive Special Effects. Klingt alles sehr faszinierend, aber auch ein wenig seltsam. Interessantes Stück. Die B-Seite beginnt dann mit The Prophet. Und das ist eine nette Nummer von John Anderson und Chris Squire mit einem ausdrucksvollen Intro, das allerdings ziemlich frech von Jupiter gestohlen ist, aus dem berühmten Zyklus The Planets des englischen Komponisten Gustav Holst, uraufgeführt 1920. Clear Days ist eine wunderschöne, sanfte Nummer. Anderson hat in diesen Jahren ein paar wirklich gute Balladen geschrieben. Vollkommen unschuldige Musikstücke, noch gänzlich unesoterisch. Ähnlich wie Sweetness auf dem Debütalbum. Hier wird die Nummer arg vom Orchester dominiert, was etwas schade ist. Ich würde das Lied gerne mal in einer eher gitarrenlastigen Produktion hören.
Astral Traveler ist der andere Track auf diesem Album, der ohne Orchester aufgenommen worden ist. Die Stimme von Anderson wird da über einen Flanger oder Chorus gefiltert. Ist eine sehr gelungene Nummer, hat was. Es ist von allen Songs hier vielleicht die klarste Andeutung darauf, wie die Band in der Zukunft klingen sollte. Und das verspielte Intermezzo in der Mitte ist beachtlich gut und muss live sehr gut funktioniert haben. Das Intermezzo bricht dann plötzlich in eine leise Passage um, kurz vor der dritten Minute. Und die ist extrem gut gelungen. Das ist sicherlich die beste Stelle auf der ganzen Platte. Sehr magisch. Erinnert fast eher an Santana. Das Album endet mit dem pathosgeladenen, harmonischen Time and a Word, das als einziger Track dieser Platte in das Standardrepertoire ihrer Live-Konzerte eingehen sollte. Eine klasse Ballade, und dazu muss man sagen, dass ich Balladen nicht so ganz schätze. Also, wenn ich sage, eine Ballade sei klasse oder toll oder gar fantastisch, bedeutet es, dass wir es hier mit einem hervorragenden Stück Musik zu tun haben. Die brüchige Gitarre von Peter Banks ist sehr nett, aber grundsätzlich ist das hier eine beeindruckende John Anderson-Komposition, die sehr unter die Haut geht. Rein vom Blickwinkel einer gewissen Pop-Geschichtlichkeit sollte diese Nummer eigentlich bekannter sein, ungeachtet dessen, ob man nun Yes kennt oder nicht. Oder anders gesagt, es ist erstaunlich, dass dieses Lied nicht häufiger auf irgendwelchen 60s-Compilations auftaucht. Vielleicht liegt es daran, dass mitten im Winter 69-70 diese Platte aufgenommen wurde und somit keiner genau weiß, ob es ein Song aus den 60ern oder 70ern ist. Das einzige Minus bei diesem Lied ist vielleicht die Tatsache, dass der Aufbau des Songs ein wenig die technischen Möglichkeiten, vor allem die verfügbare Anzahl der Spuren, deutlich sprengt, und das hört man stellenweise. Man spürt förmlich das Rumgetrickse mit den Spuren, die zwischengemischt werden, um Platz für neue Spuren zu machen. Aber so war das damals manchmal. Peter Banks hatte mit dem Album so einige Probleme gehabt. Gitarristen sind meistens die ersten Opfer von orchesterorientierten Musikaufnahmen, denn viele ihrer Passagen werden wegen den Streichern etwas redundant. Gleichzeitig war Yes keine Band mit irgendeinem Rock'n'Roll-Blues-Ethos. Die Musiker hatten sich zum großen Teil zufällig kennengelernt. Sie stammten alle aus gänzlich unterschiedlichen Städten und Verhältnissen. Das war keine Band wie Beatles oder Black Sabbath oder The Who oder auch Pink Floyd, wo die Bandmitglieder sich schon aus der Schule kannten und vermutlich bereits als Teenager manch eine Schlägerei gemeinsam gemeistert hatten. Yes waren ein zusammengewürfelter Haufen, allein zu dem Zweck zusammengekommen, gänzlich neue Musik zu machen, vorzugsweise mit finanziellem Erfolg. Und wenn jemand querstand, wurde er gefeuert und durch jemanden passenderen ersetzt. Peter Banks war ein großartiger Gitarrist, der jedoch musikalisch ein Ziehkind der etwas raubeinigen The Who-Schule war. Sein Interesse an verschlungenen und exotischen Gitarrensounds hielt sich eher zurück. Er wollte einfach rocken. Und das gefiel in der Band nicht jedem, zumindest nicht Anderson und Squire. Als also im Sommer 1970 das Album erschien, war Peter Banks längst nicht mehr dabei. Man hatte ihn aus der Gruppe rausgeekelt. Sein Nachfolger sollte allerdings zu einem der berühmtesten Vertreter seiner Zunft aufsteigen. Die Rede ist natürlich von Steve Howe. Eine weitere Besonderheit dieser Platte war das von Lawrence Sackman erstellte Coverfoto. Dies ist im Grunde das einzige Mal, dass Yes einen scharfen, etwas provokanten Stil bei ihrem Coverdesign an den Tag legten. Das Schwarz-Weiß unterstreicht den jazzigen, etwas verrauchten Musikstil. Ironischerweise war es aber nicht möglich, diese Platte so in den USA herauszubringen. Aber das überrascht nicht wirklich. Es ist schließlich das Land, wo sich jeder für einen Sittenwächter hält und dazu seinen ganz eigenen Jesus auf der Schulter trägt. So gab es in den Staaten ein alternatives Cover, das so belanglos war, dass man davon fast Zahnschmerzen bekommt. Und es war auch ein wenig befremdlich, denn dieses Cover zeigt bereits Steve Howe, der auf diesem Album ja noch gar nicht mitgespielt hatte, da er erst 4 Monate, nachdem die Aufnahmen abgeschlossen waren, der Band beigetreten war. Ich mag Time and a Word. Die Aufnahmen leiden stellenweise unter den Ambitionen der Musiker, denn die Technik, ich glaube, das Album wurde auf 8 Spuren aufgenommen, schien dann noch nicht fortgeschritten genug zu sein. Doch die jazzige, teils psychedelische Stimmung ist spannend. Das hier ist ein gutes Album für nächtliche Autofahrten. Wie bereits der Debütvorgänger ist Time and a Word relativ erfolglos geblieben und repräsentiert musikalisch noch nicht den Sound, für den Yes berühmt geworden sind. Es ist ein eigenwilliges Übergangsalbum und der Erfolg, das sollte sich erst mit dem nächsten Album einstellen. Dennoch ist Time and a Word keine langweilige Platte. Ich gebe hier 4 Sterne. Es sind gute Aufnahmen und teilweise originelle Arrangements, die sich nicht so schnell abhören. Das war
Yes, Time and the World aus dem Jahr 1970.